Ja, wir sind wieder am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute Voiday mit ein bisschen. Wir haben noch keine Fähigkeitspunkte, weil wir noch kein Level aufgestiegen sind. Aber wir haben zwei neue Sachen im Inventar. Eine neue Sache ist was Papyrus hier. Oder Papyri heißt wohl die Einzahl von Papyrus. Gut, auf okay. Wir sind noch im Tempel, aber wir werden jetzt auch nicht rausgehen, weil die nächste Hauptmission steht schon, die nächste Nebenquest. Und die heißt, etwas andere Wutiefgaben. Trifft die Händler beim Markt von Yarmu. Wir haben es am Ende der letzten Folge. Wir haben es in der letzten Folge nochmal kurz angeschnitten bekommen. Da war irgendwas mit Betrüger. Ich vermute, da baut es irgendwo ein bisschen drauf auf. Fortschritt bei der Untersuchung. Wir müssen also Dinge untersuchen. Upsa. Bei solchen Tüppeln müssen wir ein bisschen immer aufpassen. Untersuchungsgebiet. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenmumien sind gefälscht. Moinsen. Was geht hier ab? Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Das behauptest aber auch nur du. So, das war der erste Teil. Da war noch irgendwas. War das hier? Hat das hier damit irgendwas zu tun? Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst dein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. So, das ist gerade. Ich werde nicht nach Hause. Die Katzenmumien sind gefälscht. Vater. Weißt du irgendwas über falsche Mumien, die hier verkauft werden? Quatsch mich doch nicht von allen Seiten zu. Wenn du nichts kaufen willst, dann habe ich auch keine Zeit für dich. Menehelt, der Priester, macht sich Sorgen wegen der... Und ich mache mir Sorgen um mein Geschäft. Also verschwinde jetzt. So, das war die zweite wahrscheinlich, ja. Wir brauchen noch einen dritten. Du dreckiger Naked Iadet. Du wagst es mir, diesen Ramsch hier verkaufen zu wollen? Wo ist denn der? Da ist der dritte. Das war irgendwas anderes, das machen wir irgendwann nochmal. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. So, rede nachts mit dem Händler außerhalb von Yarmu. Den Händler so durch den Bauernhof. Das heißt, da müssen wir hin. Ich folge ihm einfach mal spontan. Ja, ich weiß auch nicht, wie weit wir es schaffen, wie viele Haupt- und Nebenmissionen das sind. Also ich vermute, dass wir eh Nebenmissionen machen müssen, um überhaupt die richtigen Level zu haben. Ich will auf jeden Fall die Hauptmission erst dann machen, also ich will die Hauptmission machen, klar, in erster Linie, aber die Nebenmission müssen wir sowieso machen, um wahrscheinlich auf die richtigen Level zu kommen. Wir nehmen eh jetzt die Abkürzung. Also auf jeden Fall ist das Ding etwas anderes aufgebaut, deutlich anders aufgebaut als bei Black Flag. Ich
glaube, wir sind eh schneller da als er, ne? Kann ich auch ein bisschen hier warten, oder? Sind Sie hier nicht richtig? Warte mal. Ah. Was im Lesen? Wo ist der komische Händler? Wir sind schon da, aber wir wissen, wo ist denn der? Da kommt er doch angedackelt. Wir waren sogar schneller als er. Er ist nämlich den Weg außen rum gegangen. Da sind wir schon. Ich habe auf dich gewartet, Kollege. Mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Ich versuche schon als du. Setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Ach, ihr habt... Schade, dass eine neue den Tod bringen wird. Niemand wird deine Leiche finden, wenn wir sie den Krokodilen vorwerfen. Hallo. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei auf Grund zu laufen. Oh, gute Nacht. Töte die Banditen. Nanu. Ich brauche noch keine Magie. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ich habe nichts zum Plündern. Aber du hast auch was zum Plündern dabei. Nämlich Geld. Es waren nur 2 Münzen, aber immerhin. So, sprich mit dem betrügerischen Händler. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. So. Finde das Lager der Banditen. Die werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr ihr lebt. So eine Schande. Wir kriegen's hin. Also mein Ziel ist es in erster Linie, klar, die Hauptmission durchzuziehen und ich vermute auch, dass wir die Nebenquests machen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Missionen es gibt insgesamt pro Folge. Wie viele Folgen daraus kommen. Ich hoffe, dass ich es aber so kriege, dass ich eine Mission pro Folge setzen kann. Deswegen werden manche Folgen ein bisschen was länger, manche Folgen ein bisschen was kürzer werden. Ich werde das doch schon irgendwie zusammenschneiden. Deswegen. So, wir müssen schon mal jetzt hier hoch. Ja, ich guck mal wegen Zeno. Damit ich in erster Linie mal weiß, was auf mich zukommt. Och Gott, ist das süß. Ein Achter dabei, okay. Ich sollte nicht so große Töne spucken, ist noch ein Siebener mit dabei. Captain King. Kann ich dich nicht töten? Ja, so ist es nicht. Ich glaube, ich muss sowieso jetzt mal das Talent freischalten. So. Wir sind wieder am Mariosee. Schon mal waren. Also, wir haben 3, 5 plus König, oder was? Okay. Oh mein Gott. Hätte ich mir gerade einen König gesagt? Ach, der liegt da unten mit drin. Ich bin da von der Position her. Voll belohnt.
wissen natürlich, dass wir hier sind. Vielleicht war das gar nicht so. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie schleichen jetzt mehr oder weniger gerade so ein bisschen raus. Vor allem der Achter, der King. So, zerstöre die geheimen Lager der gefälschten Relikte. Na, super. So, du bist auch tot. Ich will mir gerne meine Geheimkraft ein bisschen aufhalten. So, der. Was haben wir denn überhaupt noch? Da oben stehen noch zwei und da unten kommen jetzt auch mal zwei angedackelt. Ach komm, wieso wir holen sonst? Hey! Friss das, du Ratte! Jetzt haben wir ihn weg. Jetzt habe ich dich auch weg. Meine Güte. So, kommen mehr von euch jetzt oder? Doppelschwerter. Aber so schwächer als unser. So. Ich plündere euch mal so ein bisschen auseinander. Zwar nicht viel, aber so, erster Tod. Ich habe jetzt eh ein bisschen Luft, gerade so ein bisschen, weil ich ja mal hier ist noch was zum Plündern, oder? Da ist eine Truhe vor allen Dingen mal. Ein Schild, ist aber schwächer als mein eigenes. So. So. Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt. Scheiße. Ach, das brennt. Ja, warte. Jetzt wird meine Held Ruhe haben. Es ist endlich genug. Ernsthaft? Na gut, ich bin halt verbrannt, ne? Scheiße, Mann! So. Aber wir haben die Aufgabe. Hier sollte ich vor. Ich bring dich um! Du darfst nicht hier sein! Warte mal! Komm mal her! Ernsthaft habe ich jetzt. Gerade habe ich die ganzen Feinde jetzt wieder da? Wo? Ah, tschüss. Aber ich glaube, ich habe die Aufgabe, oder? So, ich vermute, ja, wir müssen da durch, okay. Lass mich raten. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt doch mal, weil ich verbrannt bin, dass ich jetzt doch mal alles machen muss. War eigentlich nicht, weil ich habe ja die Dings bekommen, die hat die Erfahrungspunkte bekommen.
Es ist ja neuerdings. Ja, ich glaube, wenn er zurückgesetzt hätte, dann hätten wir. Nee, wenn wir zurückgesetzt hätten, dann hätten wir nämlich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, wir haben sie ja alle getötet. So, jetzt fahren wir nochmal zurück. Also, nicht fahren, aber wir reiten zurück zum Tempel. Du hast immer noch gar nicht gestorben. Das war jetzt mehr oder weniger fällig. Upsi. Was auch immer ich jetzt über den Haufen gerannt habe. Wir haben gewonnen! Moin Moin! Da bist du ihn. Ja. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Quiz abgeschlossen. Einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Level 8. Und einen weiteren Fähigkeitspunkt. Schaden und Gesundheit haben wir sogar verbessert. Die Göttin des Gemetzels. Warte mal. Was ist das für eine Hauptmission? Welchen Level ist denn das? Oh, Legendärmontur. Level 8. Das ist eine Nebenquest. Die machen wir auf jeden Fall als nächstes dann. Und das sehen wir uns dann. Ne, warte mal, warte. Wir machen auch erstmal ganz kurz einen Fähigkeitspunkt. Und zwar möchte ich gerne. Gerne. Ah, toll, wir haben dürfen gar nicht. Toll. Den hätte ich gerne gehabt, den Dings. Wir warten. Ich warte, bis ich den nächsten Fähigkeitspunkt bekomme. Den bekomme ich ja wahrscheinlich mit Level 9. Und dann werden wir uns im Erdladen hier holen. Gut, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Morgen um 12, wenn er Bock drauf hat. Ja, hier bei Assassin's Creed Origins.